Jetzt gibt es mal Wohlverdienst Weizen, wie ich gesagt habe. Experts only. Aber mit der richtigen allein. Aber ich mag mich nicht wieder. Ich mag es nicht riskieren. Na, probieren wir. Wahnsinn. Aber danke. Heute nicht. Das nächste Mal, wenn ich da bin. Aber direkt miteinander entscheidet, dass ihr wieder reingeschaltet habt zu einem neuen Video von mir. Heute möchte ich, denke mal, die X-Line zeigen. Ich bin selber noch nicht gefahren. Also gleich einmal im Vorfeld, wer jetzt da ein Video sehen möchte, der von einem, der wo auf 10 Minuten die X-Line gefahren ist. Da bin ich der Falsche. Ich werde die Mittel einfahren und werden wir uns aber anschauen. Und falls euch doch interessiert, bleibt gern dran und schaut es mit mir an. Ich persönlich bin aber ja sicherer, wie wenn man von anderen Parks Stricken anschaue, wo ich dann ein wenig wissen möchte, was auf mich zukommt ungefähr. Dann schaue ich meistens aber lieber, ja, da wo ich sage, aha, die haben ungefähr auf mein Level. Das passt dann, weil wenn ich dann einen Downhiller zuschaue und sehe dann da Albrecht, dann da, das hilft mir überhaupt nichts. Da bisselt mir lieber oder ein bisschen mir Gleithosen. Und deswegen tue ich aber lieber so. Aber wie gesagt, ich sitze jetzt gerade in der Westgipfelbahn herum, da herin. Und fahre auf zu. Das Wetter ist halt top, also wirklich geil. Im Gegensatz zu gestern, natürlich geschickt, wo es gerade gegangen ist. Und ja, jetzt wenn ich auf den Ombi, auf den würden wir erst einmal ein Weizen genehmigen. Weil es ist schon viertel über 10. Da muss ich erst einmal eine trinken, bevor wir da umgehen. Und dann, wenn ich mal Weizen trinken habe, würde ich sagen, sehen wir uns auf dem Trailer von X-Line. Viel Spaß mit dem Video. Jetzt gibt es mal Wohlverdienst Weizen, wie ich gesagt habe. Und dann tun wir weiter. Prost! Aber es ist gut. Jo! Was hebelst du? Da ist ein Step ab. Da ist mein Akku. Okay, weiter geht's auch. X-Line links. Ja, da kommt das erste ein wenig anspruchsvollere Stückel da. Ein paar Steine drin, ein paar Absätze. Aber mit der richtigen Line darf das kein Problem sein, wenn man da so die rechte Line von da aus gesehen jetzt nimmt. Dann oben genau, dann ist das schon geil. Lieber erst anschauen, bevor man das blinde einfährt. Das war der Kass. Okay. Ja,
Das haut hin. Ja, da schaut am Stein gar nicht direkt los noch. Nein, boah, da sitzt er drin. Ja, Experts, oh, Experts only da. Was ist schon dazu, ey. Wenn es noch einen tiefen Druck gibt, dann wäre es noch ein wenig angenehmer. Ich habe sie für Freeriding Gas gehabt. Lecker, lecker! Die Steine haben auf jedem Video wieder rausgeschaut, wie wenn sie nichts warten. Und dann haben die das Prickeln, dass du sagst, leg mich doch am Arsch. Wow! Das sehe ich noch gut loswerden. Der Strick ist krass. Hoppala! So, das war jetzt bis zu der Mittelstation. Jetzt tun wir weiter. Hat es echt in Sicht. Leg mich am Arsch. Wieder in den Wald rein. Hoppala, hoppala. Okay, also das ist echt tricky, wenn es nass ist. Und das ist patschnass. Oh. Da sieht man es ein bisschen besser. Das ist echt verflucht steil. Mann, oh Mann. Wenn man jetzt zwei so absetze, ich mag mir nicht weh tun. Ich mag nicht. Das ist halt alles. Das kann man locker anfahren, locker. Locker. Da. Links und links. Die Steine eher so, dass es geht. Aber ich mag mich nicht wieder. Ich mag es nicht riskieren. Aber es kann nicht wirklich schön. Na, probieren wir. Ja.
habe ich noch alles geht. Ist nur eine Kopfsache. Man muss es halt wirklich erst anschauen. Ja, servus. Also den Sprung, wenn du weit links nimmst, dann habe ich deren. Wow, leck! Upa, dieser Sprung! Die Trupslose Haus. Und den mag ich mal anschauen. Ja.
Der schaut von herum nicht so schlimm aus wie von unten, muss ich sagen. Ja, wie denn der 3 Meter? He? 3-4 Meter. Wahnsinn. Aber danke. Heute nicht, das nächste Mal, wenn ich da bin. Jawohl, X-Line, check. So, das war's von der X-Line. Also ich muss wirklich sagen, holy moly, die hat es ganz schön in sich. Also der Oberteil, keine Frage nicht, das ist flowig. Aber dann wird es schon richtig gut ruppig, muss ich wirklich sagen. Also schöne Downhill-Strecke, muss ich. Nein. Ich hatte es in sich. Aber naja, gesehen haben wir es jetzt und gefahren haben wir es auch. Das war mein Ziel. Und das erste Mal, das ist auch mein besonders. Wenn ich es nochmal fahre, dann schaut das auch schon wieder ganz anders aus. Dann weiß man ungefähr, was kommt. Aber wenn es natürlich nicht weiß, was kommt da, was kommt da, was kommt da. Und auch wenn man es auf die Videos sieht, also ich habe mir ein paar Stellen gedacht, da sieht man es auf der GoPro wieder ein wenig, naja, da fahren sie halt ein paar kleine Absätze. Und dabei sind das halt dann schon cool kleine Absätze, nicht? Deswegen auch manche Stellen, wenn man sich unsicher ist, einfach erst einmal anschauen und dann sagen, okay, die Line kann ich fahren, probiere ich, aber das Blindfahren, das bringt überhaupt nichts, das ist ja kein. Ja, wie gesagt, X-Line, check, schwarze Line in Saalbach, check, die erste. In den Berg hat hingehaut. Und ich würde sagen, wenn euch das Video gefallen hat, auch wenn ich ziemlich langsam gefahren bin, aber das hilft nichts, dann lasst mir gerne einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal, hilft mir, dass wir den Kanal noch größer machen können. Jeder hat es eigentlich, freut mich wahnsinnig. Ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht es gut, habe ich dir recht.